Mopus. My life's work, work. She is the angel combustion, becoming flesh. Also das Bild, das wir gerade eben gesehen haben, wie das aussehen könnte am Ende, sieht aus, als ob ein 12-Jähriger an einem Matchbox-Auto so lange rumgeschraubt hätte, bis es einfach nur ein wütendes, stacheliges Stachelschwein auf Rädern dasteht. Also, das ist doch schon sehr präpubertär. Naja, komm. Also, mal abgesehen davon, gehen wir jetzt mal davon, gehen wir mal in die Story rein. Wir haben hier unseren guten Maxlein. Der schleppt ein Bild von sich rum von vermutlich Frau und Tochter, die es nicht geschafft haben in die neue Postzivilisationsebene der Menschheit. Jetzt sieht der gute Mann aus wie, sagen wir mal, Anfang 40. Sagen wir mal, Frau und Tochter, er ist ein Ami, der kommt vielleicht aus den Südstaaten, hat früh angefangen. Lassen wir mal 18 gewesen sein, wie die Kleine auf die Welt kam. Auf dem Bild würde ich sagen, ist sie ungefähr 6, 7 vielleicht maximal. Das heißt, lass sie mal abgetreten sein, wie er etwa 25, 26 war. Irgendwo in dem Dreh wäre das wieder. So, sagen wir mal 25. Jetzt sieht er aus wie, ich würde sagen so, ja doch, so 42 könnte er schon sein. Nicht mal die amerikanische, nicht mal das amerikanische Lifestyle kann innerhalb von roundabout 15 Jahren so vor die Hunde gehen, dass sowas entsteht, wie hier unser Bucklige, der beknackte Mystiker, die halbnackten Irren, die herumhüpfen. Ja, nicht mal in New Mexico oder in irgendeiner USA-Südstaaten. Das ist einfach... Gut, es ist Mad Max. Ja, da braucht man nicht über Glaubwürdigkeiten sowas. Aber ich weiß nicht, die hätten sich das besser gespart mit Frau und Tochter und hätten gesagt, er ist schon aufgewachsen hier in der Dings, das ist irgendwie schon 100 Jahre im Eimer alles. Das wäre realistischer als 15 Jahre nach Ende der Zivilisation soll es so aussehen, die Leute so abgehen und man kennt nicht mal mehr die echten Begriffe für manche Dinge. Spotters, that's trouble. Where's the car? Oh, he hasn't. Wo war die nochmal? Das ging fix. Any trouble? I saw bad guys, huh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes, yes, yes we do. Oh, we've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost.